Freunde, es ist Freitag. Es ist jetzt circa 5:30 und der Andi ist aus dem Sauerland angekommen. Und ich hole ihn jetzt vom Kieler Hauptbahnhof ab. Und ihr seid mit dabei. Stehst du so weit hinten? Du bist auf Gleis 3, oder? Bist du noch so weit hinten? Ich gehe immer weiter. Für die. Achso, hallo. Ja, ne? Ja, Mensch, schön. Ja. Hast du hergefunden, ja? Ja, ja, cool. Lange nicht gesehen. Lange ja, auch im Internet, ne? Also gefühlt immer. Ja. Und ihr seid mit dabei. Freunde, ich habe ihn gefunden. Ja, Leute. Ja, Sauerland. Der Sauerländer, der tanzt für die in Kiel. Ich glaub's nicht. Ja, sieben Stunden Fahrt und die Zugfahrt war lustig, weil die Zugpiloten auch immer so lustig war. Ja? Ich habe angesprochen, ja, wir machen jetzt, zum Beispiel, die hat gesagt, wir machen jetzt hier mal ein ganz lustiges Fass, was ihr alle liebt und dann was. Und alle buh. Ja, ist nicht, aber ja, die Zugpilotin, die war schon eine Marke für sich. Die andere Zugpilotin, da war die war ganz langweilig. Okay. Die ist Kathleen, die zweite Zugpilotin. Ah, du kennst gleich wieder den Namen, ne? Ja. Und die erste Zugpilotin, die ist, glaube ich, Sonja. Okay. Ja, okay. Nicht schlecht. Ja, ich zeig dir mal, damit auch die Zuschauer mal überhaupt sehen, wie es hier aussieht. Also, man sieht jetzt zwar nicht das Wasser, aber vor uns ist Wasser. Das ist so ein künstlich erbauter Hafen, könnte man sagen. Zur Kieler Woche ist ja immer richtig viel los. Hier haben wir direkt ein Hotel. Ja, und das ist der Kieler Hauptbahnhof hier. So, jetzt wollen Andi und ich mal die Gegend umsehen. Huhu, moin! Geht so. So, Freunde, den Andi habe ich ja am Freitagabend vom Bahnhof abgeholt. Jetzt haben wir den nächsten Tag. Jetzt haben wir Samstag und Andi und ich sind jetzt in Lavö. Hi, ganz für dich. Wir sind in Lavö jetzt und hinter uns ist das U-Boot. Und eigentlich wollten wir da reingehen. Mir war aber nicht bewusst, dass der Eintritt 5 Euro kostet. Und ja, bisschen hab ich jetzt so. Ja. Um da einmal nur durchzulatschen, jederzeit ein Fünfer. Ich hätte gerne per Skrupel. Andi hätte gerne mal da oben durchgeguckt durchs Periskop, wobei ich nur Waffen sehe. Und er hat gehofft, er kann ein norddeutsches Madel dadurch entdecken. Ja, ja. Ja. Irgendeine Christine. Was er dann direkt abknallen kann. Ja. Aber naja, gut. Ja, dann gehen wir hier nochmal ein bisschen die Promenade entlang. Lavö ist ja sehr schön, kann ich nur jedem empfehlen. Laboy. Ne? Genau wie Eckernförde, auch sehr schön. Sollte man mal alles gesehen haben, wenn man denn auch in Kiel ist. Ich bin ja hier der Bergmensch und für mich ist der Strand und so das Meer halt was Besonderes. Ja. Für Kevin ist eigentlich hier nichts Besonderes, ist ja normal. Ja, aber das war ja für mich auch so im Sauerland, ne? Als ich da zum ersten Mal die Hügel und Berge und alles gesehen habe, so, das war für mich ja auch richtig schön. Andere Welt. Ja. Was für dich eben auch Normalität ist, ne? Ja. Von den Hühnern, hast du ja auch gesagt, Hühner, da waren interessante Hühner da, zu gucken, wie die da gegackert haben. Ja, da pocht mein Herz immer wieder.
mal an, ich versuche Kontakt mit dir aufzunehmen. Ja, ja. Sie möchten mit dir sprechen. Sauerländer. Da ist er schon wieder am Tanzen. Erika will ein Bier. Zurück im Auto und sind jetzt hier fertig, sind hier ein bisschen spazieren gewesen und werden jetzt von La Boe irgendwo anders hinfahren. Schauen wir mal, wo es uns hintreibt. Wow. Striptease. Exklusiv für die Schizogang. Nein. Andi, ich bin ein Kind von dir. Auf hier. Ja, genau, gleich hier. Merch, ja. Sein Merch vertreiben. Hier. Delete of the Beat. Jeder hat einen Beat in sich. Ja. Könnt ihr vielleicht einen einkaufen, 100 Stück kaufen. Jetzt sind wir hier am Falkensteiner Strand. Falkensteiner Strand, genau. Ein Friedrichs Ort. Und da drüben ist das U-Boot gewesen. Wir sind noch mal ein weiterer. Hier ist der Schiedsrichter. Ja. Sauerländer erkundet Kiel. Oh, hau her, große Hürde. Oh. So, Freunde, mal hinter den Kulissen von einem Tanzpedi, der sich wieder auf den Dreh vorbereitet. Equipment ist dabei, das Handtuch, weil Andi und ich nachher noch zusammen nackt in die Sauna gehen. Wieso nein? So, und trinken hat er natürlich dabei, ist ganz wichtig. Kabel, Tüten und ein Lautsprecher für Musik.
total geil von einer japanischen Firma, die wir nicht nennen dürfen. Ich habe sie selbst gekauft, aber. Ah. Und jetzt wollen wir mal so ein bisschen die Aufmerksamkeit von den einen oder anderen hier auf uns lenken. Mal gucken, ob uns das gelingen wird. Ja, und dann gibt es das auf TanzFitnessNet zu sehen, Freunde. Ja, also wenn ihr das Video dann sehen wollt, wie wir jetzt hier gemeinsam tanzen mit dem wunderschönen Ausblick auf den Leuchtturm, dann schaut euch das unbedingt an. Der Link dazu natürlich hier unten in der Videobeschreibung. So, meine Lieben, mittlerweile sind wir auf der Aussichtsplattform angekommen, bei der Schleuse. Wir befinden uns ja quasi auf der Wicker-Seite und haben hinter uns dann auf der anderen Seite die Holtenauer Seite. Und diese beiden Seiten werden verbunden von der Holtenauer Hochbrücke. Und hier haben wir nämlich auch den Kanal. Und der hat eine Schleuse, dieser Kanal, damit dann die Schiffe, Boote ja, von dem höher gelegenen Wasser ins etwas tiefere Easygoing umgesiedelt werden können quasi. Und das ist die Schleuse und auf der Plattform befinden wir uns gerade und gucken uns das hier mal so ein bisschen an. So sieht das aus. Ne? Was kann man da jetzt machen? Sich so eine Münze prägen? Ja. Okay. Da musst du kurbeln und prägen, ne? Geht das? Passiert was? Oh, da ist was rausgekommen. Oh, schön. Aha. Ja, es ist da drauf ein Boot, ne? Kiel. Na, da hast du doch mal ein Andenken. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ach, mein 5-Cent-Stück wird da, ja. Ah, ist das dein 5-Cent-Stück? Ja. Ach so, man packt ein 5-Cent-Stück von sich selber rein und darauf wird dann... Ah, okay. Aha, aha. Kieler Woche, guck mal, Kieler Woche gibt's auch. Nordostseekanal Kiel, das hast du jetzt, glaube ich, ne? Und dann gibt's auch Nordostseekanal Schleuse Holtenau, die Prägung. Ja. Okay. Wir haben Sonntag und damit geht der Trip jetzt auch langsam zu Ende. Wir sind nämlich am Bahnhof und Andi wird nun wieder zurück ins Sauerland fahren. Der Sauerländer fährt zurück. Schade eigentlich, Kurs. Ja. Naja, Gleis 5, ne? Ja. Da, wo der Grüne steht. Zeit, Lebewohl zu sagen. Ja, Andi? Ja. Schaust du da was auch rein? Ja, auch. Und dann gute Heimfahrt, ne? Ja, auch. Meld dich, wenn du angekommen bist. Nö. Bin gespannt. Ja. Schön. Also.